Buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und heute wieder mit einer neuen Gebietstour. Wir befinden uns hier im Süden der Insel Mallorcas und zwar ganz genau in der Gemeinde Santaní, hier an der Cala Figuera, wie ihr hinter uns sehen könnt, und zeigen euch jetzt diese tolle Bucht, die gleichnamige Ortschaft, und hoffen, das Ganze gefällt euch. Für uns ist es eine der schönsten Buchten und einer der schönsten Küstenorte überhaupt auf der Insel. Kommt mal mit, genießt es und schnallt euch an. So, jetzt sind wir hier am Ortseingang von Cala Figuera. Wie ihr sehen könnt, ist ein wirklich sehr kleiner und überschaubarer Küstenort hier im Süden der Insel. Es gibt hier nicht wirklich viel, das ein oder andere Hotel, den ein oder anderen Gastronomiebetrieb und die ein oder andere schöne Immobilie. Dieses Hotel auf der rechten Seite, was ihr hier sehen könnt, das haben wir vor ca. 6 Jahren verkauft. Konditionen nenne ich euch natürlich nicht oder kann ich euch natürlich nicht nennen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass wir gerade wieder ein sehr interessantes Hotel mit einem Projekt zur Aufwertung auf 4 Sterne hier in Cala Santaní, an der Cala Figuera, in unserem Angebot haben. Das liegt preislich bei 3,5 Millionen Euro, hat rund 35 Zimmer und es besteht die Möglichkeit, das Ganze jetzt aufzuwerten auf 4 Sterne. Das Projekt ist bereits abgesegnet von der Gemeinde und dementsprechend hat man da also eine ganz interessante touristische Möglichkeit, denn das ist ein sehr beliebter Ort, gerade bei Individualtouristen, bei Sporttouristen, bei Familien hat man hier, sage ich mal, eine wirklich angenehme Zielgruppe auch in Cala Figuera, und die Ortschaft ist grundsätzlich sehr touristisch geprägt. Ja, links gerade ein Restaurantbetrieb gewesen, es gibt hier noch einen kleinen Supermarkt und ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Ich zeige euch die Ortschaft aber trotzdem gerne, denn wir wurden das ein oder andere Mal darauf angesprochen. Der Hafen, das ist dieser kleine Fischerhafen. Der ältesten Hafen, glaube ich, auf Mallorca. Genau, das habe ich. Einer der ältesten, wenn nicht der älteste, also einer der ältesten. Ja, genau, das habe ich auch gelesen, dass er einer der ältesten Häfen Mallorcas sein soll. Und das ist natürlich sehr schön und auch sehr natürlich noch. Das seht ihr aber gleich. Und was kann ich zur Infrastruktur sagen? Was kann ich zum Immobilienmarkt sagen in Cala Figuera? Ich kann euch sagen, die Infrastruktur in Cala Figuera selbst ist nicht wirklich stark. Das ist gar keine Frage, denn man hat hier tatsächlich eine sehr eingeschränkte Infrastruktur. Gerade im Winter ist das schon so eine typische Geisterortschaft. Das kann man schon sagen oder muss man schon sagen. Aber im Sommer ist es sehr schön. Im Sommer hat man hier viele Annehmlichkeiten. Im Sommer sind die Hotels geöffnet, die Restaurants geöffnet. Und dementsprechend hat das sehr viel Charme, ist wirklich sehr ruhig. Und dementsprechend kann man sagen, ist es auf jeden Fall eine wunderschöne Ortschaft mit einer nicht wirklich guten Infrastruktur, aber wir sind nur rund 5 Minuten von Santaní entfernt, in der wir uns auch gerade befinden. Und in Santaní hat man sämtliche Annehmlichkeiten und das ganzjährig, das heißt von Restaurants über Schulzentren, über Kindergärten, über ärztliche Versorgung. Es gibt ein Gesundheitszentrum in Santaní und einen großen Sportplatz. Also da ist wirklich alles gegeben, sehr viel Flair, sehr viel Charme und das Ganze auch ganzjährig. Ja, ganz kurz zum Immobilienmarkt, wie ihr sehen könnt, wird hier gebaut. Es gibt hier eine rege Aktivität, auch im Süden, auch in Cala Figuera. Und wir haben eine relativ gemischte Immobilienstruktur. Das heißt, vom Dorfhaus über das freistehende Haus, über die Finca, so ein bisschen außerhalb von der Ortschaft, bis hin zur Hotelimmobilie, haben wir hier ein wirklich reges Angebot. So, jetzt sind wir hier direkt im Hafengebiet von Cala Figuera, einem der ältesten Häfen von Mallorca im Süden der Insel. Und wie ihr sehen könnt, das ist alles sehr malerisch. Ja, man kann sagen, diese kleinen Fischerboote, die man hier auch noch sieht, das hat alles sehr viel Charakter, ist sehr natürlich und sehr ursprünglich und passt tatsächlich sehr, sehr gut zu dem Gesamtbild. Und ist natürlich traumhaft schön. Ihr seht, wir sind jetzt noch im Monat September. Das heißt, man hat natürlich touristisch einiges, was hier noch los ist. Ja, im Winter ist das, wie gesagt, nicht so. Da ist die Infrastruktur eher schlecht, aber jetzt im Sommer hat man tatsächlich noch eine wunderschöne, gute Infrastruktur in Cala Figuera und im Nachbarort Santaní sowieso immer. So, abschließend würden wir jetzt noch mal zu einer coolen Location fahren, und zwar zu einem sehr, sehr bekannten und guten Restaurant. Das zeigen wir euch noch mal. Kommt mal mit und genießt es. So, jetzt hinter uns, wie vorab angekündigt, das Pura Vida hier in Cala Figuera. Ja, einer der beliebtesten gastronomischen Betriebe, den es hier gibt. Ist natürlich klar, warum. Ihr seht das hier unten, wie man hier sitzt, was man für einen tollen, atemberaubenden Blick hat über
Die Bucht ist einfach der Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, das Ganze war mal wieder interessant für euch gewesen. Hat euch einen guten Einblick in die Infrastruktur gegeben, diese Ortschaft, in den Immobilienmarkt. Und dann ist es unser Bestreben, euch einen Mehrwert zu liefern. Aber wenn das so ist, könnt ihr dem gerne in den Kommentaren kundtun. Ansonsten ja, freuen wir uns natürlich jedes Mal über euer Feedback, über konstruktive Kritik und stehen natürlich bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung. www.sae-mallorca.com. Gerne telefonisch, gerne über die sozialen Netzwerke. Und ansonsten ja, wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und hasta luego.